ESTV, Videos aus der Region. Ganz liebe Grüße von ESTV hier am Tag der offenen Tür am Klinikum in Esslingen und im Neubau. Hier ist einiges geboten für Groß und Klein. Tolles Programm den ganzen Tag über und wir schauen es uns zusammen an. Herr Ziegler, heute großer Tag der offenen Tür hier am Klinikum Esslingen. Wie wird es denn angenommen? Wie ist Ihr Eindruck? Wir sind überwältigt. Es sind Heerscharen, es ist ein Ansturm auf unsere Räume. Unglaubliche Freude, dass sich so viele Esslinger und auch über die Region hinaus kommen, um sich das hier anzuschauen. Wir sind total beeindruckt, wie viele Leute wir hier heute empfangen dürfen. Also ein gelungener Tag der offenen Tür. Gibt es denn ein besonderes Highlight, wo Sie sagen, da müsst ihr unbedingt vorbeischauen? Eins ist schwierig rauszugreifen. Also wir haben hier ja Kolleginnen und Kollegen, haben sich auf allen Etagen in vielfältigster Art und Weise auf den Tag vorbereitet. Die freuen sich natürlich alle, wenn man vorbeikommt und sie besucht und die Leistungen in Anspruch nimmt, ob das das Blutzuckermessen, diverse Untersuchungen, die Vorträge für das Kinderprogramm, Tischtennis spielen, viele, viele Aktivitäten, die hier geboten werden. Und gerade so eine hohe Resonanz ist natürlich auch eine große Freude für all diese, die sich heute darauf vorbereitet haben, dass das so schön wird, wie es einfach jetzt auch geworden ist. Tobias, wir haben dich ja hier jetzt gerade in Aktion bei der Magenspiegelung entdeckt. Bist du Arzt? Nee, ich bin kein Arzt. Bin also ehrenamtlich noch beim Roten Kreuz, aber Arzt bin ich nicht, nee. Sprich, das war deine erste Magenspiegelung? Ja, genau. Und wie war's? Ja, interessant mal so mitzuerleben, ne? Wie das funktioniert alles auch. Und dann, gut, klar, hier ist es nur eine Showpuppe, aber im OP dann ist, denke ich mal, schon nochmal deutlich anspruchsvoller. Jetzt könnte man fast meinen, ihr seid selbst vom Klinikum Esslingen. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Wie gefällt es euch denn selber hier, dieses Neubaumodul? Ich würde sagen, für uns alle sehr gut. Es ist halt neu, innovativ. Ja. Es ist eine gewisse Freshness einfach da. Schöne Farben hat man ausgewählt. Die Zimmer sind geräumig, schöne Dekorsachen einfach mit eingebracht. Ja, ich denke, da fühlt sich der Patient auf jeden Fall wohl, wenn er kommt. Ja. Und auch das Personal natürlich. Ja. Tag der offenen Tür, gibt es ein besonderes Highlight, wo ihr sagt, da müssen wir unbedingt mal vorbeischauen? Beim Ping-Pong-Parkinson, auf jeden Fall. Okay. Danke für den Tipp und dann noch einen ganz schönen Tag der offenen Tür, würde ich sagen. Jetzt habe ich Katrin und Andrea hier bei mir. Ich denke mal, ihr seid heute am Tag der offenen Tür das erste Mal in diesem neuen Modulgebäude. Wie gefällt es euch denn? Gut, wir sind sogar extra von Biberach angereist. Ja, wie kam es denn? Wie seid ihr denn darauf aufmerksam geworden, dass das da heute hier was los ist? Meine Schwester arbeitet hier. Genau. Ja, sehr interessant. Es gibt viel zu sehen und entdecken. Das war der Tag der offenen Tür im neuen Modulgebäude hier am Klinikum Esslingen. Es war wirklich für Groß und Klein, für jeden was dabei. Und ich habe ganz viel gelernt heute und mitgenommen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal hier bei ESTV.